Geron, warte! Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt! Fahi ist dort! Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Nicht ganz so spannend wie in der Gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ich muss sagen, Giacomo hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfreundschaft. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Aber... Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nuri zurückverwandeln? Ja, das heißt, nein. Nicht ich werde es tun, sondern er. Ach du Scheiß. Oh nein. Keine Angst. Er ist ein Freund. Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Wer bist du? Oh, das ahnst du doch schon längst, nicht wahr? Einst ein Mensch, dann ein Zauberstab und inzwischen irgendwie beides. Ich sehe schlimm aus. Aber bei weitem nicht so schlimm wie die Dinge, die ich gesehen habe. Holy shit. Warum bist du hier in Andergast? Was suchst du hier? Um das zu verstehen, musst du wissen, wie Satyas Geschichte zu Ende ging. Also bald. Ich fürchte, Geron ist raus aus unserem Geschäft. Wirklich? Schade. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Fragen, richtig? Und Albträume. Du hast all die Menschen versteinert. Richtig. Fahi und ich haben ein Abkommen. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen, und ich beschütze ihn vor unfreundlichem Gesindel. Diesen grauhaarigen Magister dagegen habe ich aus reinem Selbstschutz versteinert. Er hatte den Rubin meiner Prinzessin geraubt. Ich wollte ihn zurück. Wieso lebst du so lange? Auch in dieser Form bin ich noch immer ein unzerstörbarer Zauberstab. Zeit allein wird mich nicht töten. Und ich hatte sehr viel Zeit in meinem Leben, in der mich niemand töten wollte. Geschweige denn wusste, dass ich überhaupt existiere. Ja. Was ist so besonders an dem Rubin? Er war meiner Prinzessin heilig. Und damit auch mir. Zudem ist er der Schlüssel zur Maske. Wir könnten ihn noch brauchen. Die Träume sind nicht Satyas Erinnerungen, es sind deine. Sehr richtig. Daher konnte ich auch nie zeigen, was in Draconia geschah. Ich lag dort ja den lieben langen Tag auf einem Labortisch und blies Trübsal. Was hat es mit Satyas Geschichte auf sich? Warum träume ich davon? Es gibt ein Loch am Ende ihrer Geschichte. Und Fahi hilft mir, es zu füllen. Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und ich bin hier, um das zu ändern. Ich habe genug von alledem. Ich will, dass du Nuri zurückverwandelst. Wieso kannst du das überhaupt? Ich habe es in den Astralströmen in der Gorischen Wüste gelernt. Sprich, wenn du bereit bist, und ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Oder dir und das will. Ich sehe gerade so. Das mit der Verwandlung sehe ich gerade so. Er ist der Zauberstab, den wir von Satya kennen. Das ist passiert, als er versucht hat, sich in einen Menschen zu verwandeln. Könnt ihr euch denken, den Rest könnt ihr euch denken. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn er versucht, Nuri wieder zurück zu verwandeln. Das hat er, das war sein Versuch, sich selbst zum Menschen zu machen. Also, ich weiß nicht. Ich bin bereit. Fehlt nur noch der Vogel. Am Ende haben wir so ein gruseliges Halb,
Raben, halb Nuri-Wesen. Du kommst gerade richtig. Wir haben es geschafft. Was denn? Der Stab. Ich meine, dieser Mann. Er war der Stab. Wie auch immer. Er wird dich wieder in eine Fee verwandeln. Wieso denn in eine Fee? Und wer bist du überhaupt? Oh, ach du Scheiße. War schön, euch kennengelernt zu haben. Leb wohl. Nuri! Nuri! Komm zurück! Tja. Habt ihr das gehört? Da ist jemand am Wasserfall. Geron, sie haben dich gehört. Ich werde mich darum kümmern. Nein, tut es nicht. Es sind schon zu viele Menschen versteinert worden. Du willst, dass wir alle sterben? Nein, ich... Nuri. Verdammt. Macht irgendetwas, aber vermeidet ein Blutvergießen. Kein Blutvergießen und keine versteinerten Angreifer? Dein Wunsch ist mir Befehl. Ach, Geron. Wir sind zu spät. Es wurden noch mehr verwandelt. Dort, in einer der Säulen, steckt der Ptolemide. Er versucht sich wohl zu verstecken. Zerschlagt ihn. Nein, das werdet ihr nicht. Reda? Ach du Scheiße. Kapitel 7. Vorletztes Kapitel. Geron, hörst du mich? Du bist jetzt sicher. Alles ist Lass scheiße. Mich dir nun das Ende. Letzte Kapitel in meiner und Satyas Reise zeigen. Es ist wichtig, dass du verstehst, was damals geschah. Dass du mich verstehst. Fuck. 2 Tage, nachdem die fliegende Festung Draconia verlassen hatte, erreichten wir endlich das Schlachtfeld. Oder wie die Geweihten es am liebsten nannten, den Vorhof der Niederhöllen. Hier haben sie dich also hingebracht. Ich habe dich seit Tagen gesucht. Ah! Schon wieder ein Einschlag. Ich beeile mich besser. Kapitel 6, Erfolg. Hier haben wir einen Langschwert, eine Waffenständer. Ich könnte ihn verschieben, aber wohin? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Keine Ahnung. Ich kann das Langschwert nehmen. Es ist fast stumpf. Zu nichts zu gebrauchen. Ich brauche etwas Besseres. Oh wei. Ein Langschwert. Hier meine helle Barde. Jetzt damit was anfangen. Ein Wurfstern. Eine seltsame Konstruktion. Aber vielleicht erreiche ich damit Orte, die vorher unerreichbar blieben. Aha. Langschwert mit Wurfstern. Fantastisch. Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht mehr in die Scheide. Muss es aber auch nicht mehr. Eine Ranke. Da brauche ich nur einen Schlüssel für. Oha. Sie ist fest verschlossen. Ein Streitkolben. Eine Streitkolben vielleicht. Fantastisch. Nein. Ich kann mir das beides zusammenbinden, dachte ich. Mit dem Wurst. Lieber nicht. Ich darf jetzt. Ich kann mit dem Streitkolben. Der Schrank ist zu stabil. Ich kann. Vielleicht können wir mit dem Streitkolben Waffenständer. Tja. Ein Schild. Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Oha. Er ist hinter dickem Glas. Vielleicht können wir mit der Ranke den Waffenständer. Ich binde ein Ende an den Waffenständer. Das andere Ende an die Waffenschranktür. Das andere Ende kommt an den Schrank.
Ich könnte ihn... Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist wie nur möglich. Aha. Jetzt werfen wir unter die Waffen runter. Das wäre ja schade. Ohne zugehöriges Ich könnte ihn... Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank... Aber ich habe... Ich muss sicher gehen. Die Öffnung ist viel... Tja. Ich kann mal das Schwert als Übergang missbrauchen. Tatsache. Von hier unten komme ich nicht dran. Gefährliche Konstruktion. Na komm, rüber mit dir. Die Schwertscheide ist gerade. Vielleicht nur die Streitkrümel noch darauf legen. Der Streitkolben alleine ist zu kurz, um den Spalt. Aha. Es ist nicht so gedacht. Na komm, das muss doch jetzt. Wackelige Konstruktion, gefährliche Konstruktion. Wie können wir das Schild oben drauf legen? Er hängt so weit. Tja. Damit bekomme ich den Er hängt so weit. Damit bekomme ich den Schild. Abgeschnitten. So. Vielleicht zu. Ah, mit dem Wurfstern. Fantastisch. Das war uns eine Brücke darüber. Hier ist das legendäre Schwert, was wir brauchen. Nicht dieses rostige alte Schwert. Er ist schwerer als er. Vielleicht reicht er ja schon, um das Ding zu erschweren. Ich dachte, hier die Treppe hoch, aber na gut, so geht's auch. Die Vitrine. Das Glas ist so dick. Zum Glück kann man Hellebarde dabei. Die Hellebarde lässt sich nicht gut genug schwingen. Vielleicht habe ich da eine Idee. Und wir jetzt einen Hammer halten. Verlängerte Kolben. Ich baue das Ding vorher auseinander. Mach dies. Aha. Schweres Schwert. Ich hoffe, wir brauchen das nicht, um die das Ding runter zu werfen. Da haben wir, glaube ich, da mal auf die genug jetzt hier. Das Schwert würde ich gerne behalten. Sieht episch aus. Jetzt könnte es in der Schlacht was nützen. Das ist die helle Barde. Das muss doch reichen, was wir hier haben. Schön noch dazu und dann. Ich könnte ihn Das Gewicht des Ständers. Aber ich habe nur. Ich muss sicher gehen.
Ach, du wirst mich doch verarschen. Ja, wenn es sein muss. Das gute Schwert. Ich könnte ihn. Du bist doch blöde, Satya. Wirf dir einfach das legendäre Schwert weg. Ich glaube es nicht. Charizard, endlich. Wo seid ihr nur so lange gewesen? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir sind mitten im Krieg und Kasim ist kurz davor, die Festung zu übernehmen. Die Geweihten versuchen, ihn von der Schwebekammer abzuhalten. Aber wer weiß, wie lange es ihnen noch gelingt. Eine Schwebekammer, Prinzessin? Sie ist das Herz der fliegenden Festung. Sie hält uns alle in der Luft. Kasim glaubt, wenn er einen der Schwebekristalle so verändert wie der Forscher mein Rubin, könne er alle Erinnerungen aus der Maske herauslesen. Und damit auch alle Zauber des Zeitdschinns. Ein komplizierter Plan für einen einfachen Geist. Aber ihr werdet ihn aufhalten, nicht wahr? Darauf kannst du Gift nehmen. Da draußen sind Nazgul. Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Tja. Besuchen, Entfernsteinern. Aktivieren sie, aktivieren. Vielleicht. Wecke den Schwebekristall. Oha. Danke. Gern geschehen, Prinzessin. So einfach geht's manchmal. Okay. Jetzt nach oben. Oha. Wir sind fast da. Ihr habt euer Ziel endlich erreicht, Herrin. Die große Schlacht gegen die Dämonen. Ja, nur dass der schlimmste Dämon nun keiner mehr ist. Aha. Da hinten läuft es über die Brücke. Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Das war eindeutig er. Dieser Hund. Tja, in die Schwebekammer. Oha. Prinzessin. Ariarchos. Seid ihr in Ordnung? Ihr kommt zu spät. Er hat es fast geschafft. Fast? Habt ihr noch meinen Dolch? Er hängt an meinem Gürtel. Wir hatten versucht, ihn zu weihen. Aber es war, als hätten die Götter sich geweigert, es zu tun. Als hätten sie sich von euch abgewandt. So weit ist es also schon gekommen. Jetzt strafen mich auch noch die Götter mit ihrer Missachtung. Damit bleiben mir wohl nur noch meine Zauber. Prinzessin? Was ist? Ich fürchte, die geballte Präsenz des Prinzen und der Kristalle erschwert mir jede Art von magischer Einflussnahme. Ihr müsstet schon ganz nah an ihn heran und ihn berühren, wolltet ihr ihn verzaubern. Erst die Götter und jetzt das. Dann muss es eben so gehen. Ihr wollt nicht allen Ernstes nur mit einem Dolch bewaffnet in die Schlacht ziehen. Als wäre es je anders gewesen. Warum nicht? Ich meine, wir haben schon deutlich, wir haben in The Witcher schon deutlich härtere Kämpfe gemacht. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Er trägt einen Federkiel bei sich. Die Feder ist stärker als das Schwert. Kein Ersatz für ein Schwert. Aber was habe ich für eine andere Wahl? Das ist die stärkste Waffe im Spiel. Die Feder.
Peter ist stärker als das Schwert. Er hat nichts mehr außer seinem Gürtel. Erstmal looten hier. Er trägt noch sein Zepter bei sich. Vielleicht kommen wir da raus. Nein. Lieber nicht. Ich dachte, wir können daraus ein Feder, Zepter. Was das denn? Wird niemals. Ich fürchte, mein Zaub. Ich fürchte. Das geht nur bei Mark. Ich fürchte, mein. Haha, ich kann mich doch nicht. Schade. Das geht nur bei. Mein Zauber wird. Einst konnte. Der Zauber wirkt nur auf Leben. Mein Zauber wirkt nur auf. Ein Versuch wäre es wert. Die Präsenz des Prinzen stört meine. Solange er mit dem Hauptkristall verbunden ist, kann ich nur Dinge verzaubern, die ganz nahe sind. So nahe, dass ihr sie berühren. Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen und kleines Getier, Charis. Wirkt nur auf Pflanzen und Klappen. Okay. Und nun. Steine. Einst konnte ich das wohl, aber inzwischen bin ich zu schwach. Steine in Steinen. Ich bin auf der falschen Ebene. Ich bin auf der Fall. Die Truhentür. Sie ist verschlossen. Kann man die aufzaubern? Der Zauber wirkt. Das geht nur bei Mark. Können wir vielleicht eine Vision schicken? Die Präsenz des Prinzen, solange so nah. Natürlich. Erst brauche ich ein. Tja, wie kommen wir da jetzt rein? Nein. Ich sehe keinen Zusammenhang. Lieber nicht. Ich darf mein. Davon brauche ich kein. Tja, wie kommen wir jetzt hier hoch? Noch hat er euch nicht gesehen. Ja, Zeit für einen Überraschungsangriff. Da müssen wir erstmal hinkommen. Ein Gürtel? Ich sehe keinen zu. Ich darf mein Ziel nicht ab. Ich weiß nicht. Ja, später vielleicht. Ich weiß nicht. Das wird niemals. Tja, also. Man, wir müssen da irgendwie hoch, um da drüber zu kommen und ihn von hinten anzugreifen. Gebt auf! Er ist euch weit überlegen. Nein. Ich werde ihm alles entgegenhalten, was ich in die Finger bekomme. Er hat mich lange genug gedemütigt. Tja, aber wie? Wie sollen wir das hinkriegen? Gelingst du, das zu schaffen? Die Tür ist verschlossen. Sie ist verschlossen. Ja. Steine kann man wirklich nicht benutzen. Der Weg der Wild. Weg der Wild, ja. Ja. Kommen wir da jetzt durch? Haben
noch irgendwas? Ich habe alles mitgenommen, was ich finden konnte. Ja. Ich habe alles mitgenommen, was ich finden konnte. Ich habe alles mit. Feder. Nutznerven. Er ist zu weit weg. Tja, können wir. Er ist zu weit weg. Können wir einen Stein bewerfen? Au! Wer wagt es? Na, wer wohl? Ich dachte, wir würden einen Überraschungsangriff machen. Du lebst? Das so leicht jetzt... wirst du mich nicht los. Ach, Mädchen, lass mich doch einfach in Ruhe. Das ist mit dem Überraschungsangriff, der Überraschungsmoment ist jetzt vorbei. Garn! Für wen hältst du dich? Er ist zu weit weg. Er ist zu. Das hört jetzt auf. Und nun sieh zu, ja, dass ich mir schön diese Kammer ein für alle Mal unterwerfe. Prinzessin, ich habe noch etwas für euch. Kraftfeld. Ich komme ihm besser nicht so nahe. Prinzessin ist echt genial. Ihr könnt ihn nicht verwunden, solange er den magischen Schild um sich herum trägt. Dessen Macht speist sich aus dem Hauptkristall und den 5 kleinen Schwebekristallen in den Türmen. Was, wenn ich die Kristalle ausschalte? Dann wird auch er schwächer und sein Schild kleiner. Nehmt diesen Schlüssel zum Lichtschwebeturm. Aber beeilt euch! Er wird von Moment zu Moment mächtiger. Als ob der einen Schlüssel hat. Der hat die ganze Zeit einen Schlüssel. How about... Hätte er uns nicht den Schlüssel geben können, hätten wir durch den Turm durch, wären wir rübergerannt, hätten ihn, wäre der, der weiß noch nicht, dass wir da sind, hätten wir ihm den Dolch von hinten reingerammt und fertig, aus. Aber nö, erstmal Steine werfen, dass ein Kraftfeld aktiviert wird. Sag mal, willst du mich vergackeiern? Sie ist verschlossen. Verschaukeln. Jetzt kommen wir natürlich in den Turm. Statue, Schild. Wir befinden uns in der unteren Kammer des linken Turms. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde das Land heilen, als ihr es nicht mehr konntet. Es ist keine echte Rüstung, nur eine Nachbildung. Nichts geschieht. Können wir vielleicht. Nicht magisch genug, natürlich. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Okay. Wir befinden uns in der oberen Kammer des linken Turms. Die Waffe ist fest mit der Rüstung verbunden. Ich schätze, ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Ja, das legendäre Schwert hast du da runtergeworfen. Alter. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde kämpfen wie noch. Tja, wie wär's mit. Ist geschehen. Ich habe dem Stein seine Kraft geraubt. Dabei muss der Turm nach unten gesackt sein. Geht nach draußen und seht nach. Super geil.